Und jetzt will ich einfach nur hier weg. Wirklich, Leute. Hat mir gereicht. Nein, ich will die Milch hier noch rausnehmen. So, das Ding, Zeug zurücklegen. Genau, das nehme ich mit. Dann nehme ich, mache ich Getreide draus. Nein, Zucker und Papier. Und ja, diese Sortiererei und Konfigurierei war nervig. Hat viel Zeit gekostet. Und während der Zeit hatte ich kaum Festplattenspeicher für neue Aufnahmen. Und dann habe ich mich mehr damit befasst, Zeitrafferaufnahmen mit langer Sichtweite und Optifine, mit neuen Optifine-Versionen zu machen. Da gibt es eine neue Optifine-Version, da kann man den Entfernungsschatten komplett deaktivieren. Sehr schön. Auch ein paar schnellere Versionen. Und dann habe ich verschiedene Karten demonstriert mit langer Sichtweite. Ich habe mich damit befasst. Hab's aber auch wirklich vermisst, Minecraft-Let's Plays zu machen und deswegen umso ärgerlicher jetzt, dass ich doch tatsächlich Datenverlust hatte. Mein Speicherstand nach 1,5 Stunden Spielen ist verloren gegangen. Ja, ich komme noch drüber hinweg irgendwann, aber jetzt sage ich das noch ein paar Mal. Während ich also die ganze Show so konfiguriert und komprimiert habe, habe ich auch noch einige Sachen festgestellt. Und zwar, dass ich habe viel von anderen Let's Playern gelernt, wie man es macht, aber auch wie man es nicht macht. Und habe die ersten 200 Gronkh-Episoden geguckt, während ich viel Timelapse-Aufnahmen gemacht habe. Das dauert halt ohne Ende lange. Und ich mein Betriebssystem installiert habe. Und habe auch gemerkt, dass die Episodennummern 300 bis 500 besonders viele Views bekommen haben. Und die Erklärung dahinter ist für mich nur, dass Leute geguckt haben, die nur Let's Player, also professionelle lange Let's Player gesucht haben und dann nach einer langen Episodennummer suchten und die haben dann mich gefunden. Ob sie mich suchten, ist eine andere Frage. Ich glaube ja nicht. Ich habe ein paar Fans auf YouTube mittlerweile, ist ganz schön. Viele Leute haben mich deabonniert, weil ich 500 Minecraft-Let's Plays hochgeladen habe. Verständlich, aber relativ wurscht. Ich habe jetzt wieder viel mehr männliche Zuschauer auf YouTube. Vorher hatte ich sehr viel mehr weibliche Let's Player. Das lag an dem anderen Inhalt, den ich gemacht habe. Es ist mir relativ wurscht, wer mir zuguckt. Es ist mir relativ wurscht, wer mich abonniert. Ein paar Leute kennen mich persönlich, die haben mich abonniert und sind mir treu geblieben. Auch wenn die Videos da nicht so interessant sind. Manchmal lade ich halt was hoch, wo die Leute persönlich drauf zu sehen sind. Okay. Ein bisschen da abbauen. Ein bisschen Papier und Zucker brauche ich. Und ja, wenn ich dann so ein... Ich vermeide Titel, die man öfters findet. Ich mache gerne Titel, die aus Wörtern bestehen, die nicht viel Sinn ergeben miteinander. Oder mache gerne lange zusammengesetzte Hauptwörter, damit man eine Episode wirklich nach Namen findet und nicht nach einem allgemeinen Namen. Ich habe aber auch ein paar Namen, die heißen einfach Steinfestung. Und Minecraft Steinfestung wird öfters gesucht und da findet man ein Let's Play von mir, wo ich eine kleine Steinhütte baue und nenne das Ding scherzhafterweise Steinfestung. Das finden die Leute dann nicht so lustig. Aber das ist nicht mein Problem. Ich darf mir auch meinen Spaß erlauben. So. Hier mal ein bisschen abernten. Das ruckelt viel zu sehr. Na. Und ja. Jetzt ist wieder Mitte November, bald ist Minecon, bald ist das Ende der Beta-Version in Minecraft. Und ich habe schon viel vor, was die Soundtracks zu den nächsten Staffeln angeht. Und das ärgert natürlich umso mehr, dass ich jetzt 1,5 Stunden nochmal aufnehmen kann, um den Shadow of the Beast Soundtrack einmal komplett abzuspielen. Ja, der kommt noch, der kommt noch. Und ich werde dann wahrscheinlich irgendwann den... War das ein Creeper? Das war ein Creepergeräusch. Aber wieso denn hier? Hier ist doch Ozean und Küste. Na wunderbar. Ich höre schon Creeper in der Küste. Das ist gerade ein ganz schlechter Zeitpunkt dafür. Ich werde irgendwann den Photorealism-Texturen-Pack benutzen und ich werde irgendwann den Railcraft-Mod installieren. Sehr bald, aber vielleicht erst ab Staffel 21 oder 20. Es wird dann vielleicht doch Staffel 20.
weil ich kurzfristig mir was anderes vorgenommen habe, als Schienen zu verlegen, was mit den Soundtracks zusammenhängt. Aber der Railcraft-Mod erlaubt es halt, Schienen zu bauen, die nur aus Holz bestehen. Er erlaubt es, Schienen zu bauen, die aus besonders viel Gold bestehen und auf denen man doppelt so schnell fahren kann. Auf den Holzschienen kann man nur halb so schnell fahren. Dafür bestehen sie aber nicht aus Eisen und nicht aus Gold. Das ist sehr praktisch. Da kann man mal eben ganz billig irgendwo Schienen verlegen und ein bisschen planen und zumindest schon mal das Terrain einebnen. Es gibt Werkzeug, um schnell die Schienen zu ändern, und es gibt einige Blöcke, mit denen kann man B- und Entladestationen und Haltestellen relativ schnell herstellen. Andere Mods, die Schienenfahrzeuge und Schienen verbesserten, waren nicht ganz so kompatibel, was die Zukunft dieses Mods angeht. Deswegen hat der der Railcraft-Mod auf jeden Fall gewonnen, und ich freue mich auf schöne Holzschienen, die ich irgendwann verlege. Und auf längere Brücken. Ja, da schwimmt ein bisschen Zuckerrohr im Wasser. Deswegen habe ich jetzt voll die Ruckler. Super. Fließendes Wasser verursacht Ruckeln. Wenn irgendwas im Wasser schwimmt, ruckelt das. Egal was, ob es ein Player, ein NPC oder einfach nur irgendwelche fallen gelassenen Gegenstände sind. Und man merkt es vor allem, wenn sehr viele Gegenstände gleichzeitig im Wasser landen, halt bei so automatisierten Farmen. Oder wenn man Mods installiert hat, die dafür sorgen, dass viele Gegner lange Zeit im Wasser rumplätschern, wie ich jetzt hier. Beides zusammen ist nicht so schön, aber ich brauche das Zuckerrohr mal eben, und ja, vielleicht werde ich das Zeug hier mal irgendwann abarbeiten und hier einen Plaza herstellen oder irgendein anderes Gebäude. Zurzeit ist das Zuckerrohr noch nützlich hier. Das bisschen Ruckeln ist nicht so wild, ich erzähle ja genug. Eine schöne Sache ist mir noch aufgefallen, und zwar habe ich mir viele Sorgen drum gemacht, dass es ein Limit von 64 verschiedenen Karten gibt. Das ist relativer Unsinn. Es gibt ein Limit von 2 hoch 16 Karten. Das sind 64.536 verschiedene Karten. Mein 64er Kartenlimit existiert trotzdem in Bezug auf einige Modifikationen. Die machen halt nur was mit den ersten 64er Karten. Die Mods werde ich wahrscheinlich aber nicht verwenden aus anderen Inkompatibilitätsgründen. Und ja, ich kann ganze Welten mit Kisten voller Karten füllen, wenn das denn so sein muss. Das zu sortieren ist eine andere Frage. Das macht keine so tollen Episoden. So, Zuckerkuchen. Nein, ich mache jetzt keinen Kuchen. Ich habe das Zeug hier abgebaut und lasse es hier. Ich nehme Karten mit, das reicht. So, das bleibt auch hoher Zucker. Da mache ich keine Karten draus jetzt. Dafür nehme ich die ganzen Karten und das ganze Eisen mit. Sehr viel davon. Ups. Irgendwas spinnt hier gerade. Es ist wahrscheinlich Fraps. Gut, gab es noch irgendwas zu berichten? Nein, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, gehe sie gerade durch. Ich hatte vielleicht vor, eine längere Pause nach dieser Staffel zu machen. Das kommt jetzt leider nicht in Frage, weil ich die Staffel nochmal aufnehmen muss und etwas unter Zeitdruck bin, was das angeht. Und ich ganz viele Pläne gemacht habe und die ich dann noch hinkriegen möchte. Also werde ich ordentlich durchstarten, und dann habe ich auch nicht mehr das Problem, dass Leute nach Episodennummern suchen und meine alten Episoden finden. Ja, das kann ich nicht ändern, aber meine neuen Episoden finden nur die Leute, die wirklich hohe Nummern suchen. Ja, war ein bisschen frustrierend, war ein bisschen nervig, und das wollte ich jetzt alles mal loswerden, und dann starte ich Minecraft mal eben neu. Und dann kommt der Shadow of the Beast Soundtrack, der wirklich schön ist. Dafür, dass er so alt ist, von 1989 bis 1992. Wunderbarer Soundtrack. Okay.